aus Kiew ist mir nun Paul Ronsheimer zugeschaltet. Paul, die Ukraine, die setzt ihre Drohnenattacken auf Moskau also nun fort. Doch auch an der Front wird natürlich weiter gekämpft. Wie ist dort die aktuelle Situation? Die Lage an der ukrainischen Front bleibt weiter sehr schwierig. Wir kommen gerade aus dem Osten des Landes zurück, also bei Bachmut, wo gekämpft wurde. Da geht es nur ganz langsam voran, 100 Meter hier. Die Russen schlagen wieder zurück und vor allem haben die Russen eine Luftüberlegenheit. Und das ist das große Problem momentan für die Ukrainer. Ein Mann, der auch an der Front war in der vergangenen Woche, ist Wladimir Klitschko, der Bruder von Vitali Klitschko, Ex-Box-Weltmeister. Und hier in Kiew jetzt heute, Wladimir Klitschko, Sie waren an der Front in der Ostukraine. Man hat Bilder von Ihnen gesehen, auch in Uniform. Wie haben Sie die ukrainischen Soldaten dort erlebt und wie schwierig ist es? Von Kharkiv bis Konstantinowka Richtung Bachmut. Die Frontlinie ist sehr, sehr lang. Man darf das auch nicht unterschätzen. Und die Lage ist extrem schwierig. Das, was die Russen gebaut haben, angegrabt haben, das zeigt sich auch, dass man nicht vorankommen kann, auch mit der Konteroffensive. Das wird definitiv noch Zeit nehmen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit und wie lange. Die Konteroffensive wird noch laufen. Auf jeden Fall Mangel an Equipment. Das sieht man auch. Ich habe gesehen, wirklich mangelhafte westliche Equipment, Militärequipment. Meistens sind das sogenannte Lend-Lease, die gefangene russische Equipment, russische Panzer, die die Russen gelassen haben, die heute kämpfen auf der ukrainischen Seite gegen die Russen. Aber natürlich, die Lage ist extrem, extrem schwierig, weil die Frontlinie sehr, sehr lang ist. Jetzt gibt es Debatten im Westen, ob die Gegenoffensive scheitert. Wir hören vor allem aus den USA immer wieder Berichte, jüngst in der New York Times, wo mehrere Senior Officials, also US-Regierungsbeamte, zitiert werden, die sagen, die Ukraine habe die falsche Taktik. Da heißt es, die Ukraine müsse in der Front gesammelt angreifen und eben nicht an verschiedenen Punkten. Wie nehmen Sie die Kritik aus den USA wahr? Warum kommt das jetzt? Ich glaube, dass die Erwartungen gescheitert sind. Die Erwartungen sind ganz, ganz groß, wie man schon sich daran gewöhnt hat. Und im vergangenen Jahr, man hat schon gesehen, dass wir innerhalb von Wochen wahnsinnig viel Land zurückerobert haben. Natürlich, das erwartet man auch heute in diesem Jahr, das gleiche wie es im vergangenen Jahr gewesen. Nur halt Mangel an Equipment. Wir sind schwach von an der Luft. Da können wir, sehen die Russen natürlich viel überlegener. Ich muss auch sagen, dass es gibt keine genauen Zeiten, wann das passieren sollte. Und natürlich, man kann kritisieren, dass wir nicht schnell vorankommen, aber wir haben nicht so viel Mann. Wir müssen überlegener sein, wir müssen taktischer sein. Und das wird auch so weiterlaufen, weil unsere Überlegenheit zeigt auch heute, dass wir weniger Mann verlieren. Leider. Aber jeder Mann und jede Frau, die an der Front ist, ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für uns ist. Es ist nicht so auf der russischen Seite, weil da werden die Soldaten einfach an der Front hingeschmissen ohne Vorbereitung und einfach nur mit wahnsinnig viel Menge. Wir ziehen das so, wie wir es nur machen können, aber wie gesagt, diese Unterstützung, diese Überlegenheit mit dem Equipment wird schon einen riesen Unterschied machen. Wir haben noch vor kurzem, vor einem Jahr über Panzer gesprochen, gedacht, heute sind die deutschen Panzer, die Leopards auf der Seite der Ukraine und schießen gegen die russischen Einheiten. Und man wird immer diskutieren, ob Flugzeuge ja oder nein, F-16 ja oder nein. Also diese Diskussionen nehmen wahnsinnig viel Zeit. In Deutschland die Taurus-Debatte, immer noch gibt es keine Entscheidung. Nicht nur Deutschland. Also ich werde nicht nur auf Deutschland den Finger zeigen, sondern das ist in allgemein eine sehr, sehr langsame Prozess, der leider uns das Leben kostet. Wir wissen, dass auf der Seite, der russischen Seite, nichts nur das Böse ist. Und das Böse muss gestoppt werden. Was ist, wenn die Ukraine bis zum Herbst, bis zum Winter es nicht schafft, entscheidend Territorium zurückzugewinnen? Es gibt Umfragen in der Ukraine, 90% der Ukrainer sagen, wir wollen kein Territorium abgeben. Bedeutet das auch am Ende,
dass es dann eine weitere Gegenoffensive geben könnte im nächsten Jahr? Als ich mit unseren Kämpfern gesprochen habe, natürlich sind die erschöpft, natürlich sind die müde. Man darf nicht vergessen, dass auch die sogenannte freie Welt ist auch kriegsmüde. Genauso wie im Sport, so wie im Krieg, Ausdauer schlägt alles. Meisterstück, Talent und auch eine der größten Armeen der Welt, so wie die russische Armee ist. Wichtig ist, dran zu bleiben. Ich glaube schon, dass diese Erwartungen muss man dämpfen. Die Erwartungen sollte man dämpfen und natürlich bleiben wir dran in der Ukraine, wir Ukrainer, aber wir brauchen diese enorme Unterstützung. Wir brauchen nach wie vor wahnsinnig viel Militärequipment, um diesen Feind des Friedens, Feind des Lebens in der Ukraine zu stoppen, dass es nicht weiterrollt. Wir haben gesehen in den Krankenhäusern auch wahnsinnig hohe Opferzahlen auf der ukrainischen Seite. Wie lange kann die Ukraine das ertragen, dass so viele junge Kämpfer sterben? Wie lange haben sie Soldaten? Wir sind ein Land, der natürlich, was Manpower betrifft, kleiner als Russland. Deswegen schätzen wir Leben unserer Soldaten so hoch, wie es nur geht. Das Leben selbst ist sehr zerbrechlich. Wir wissen es, dass wir in dem Bereich können nicht uns erlauben, unsere Leute zu verlieren. Wir werden dranbleiben, ohne uns zu stoppen. Solange wir an uns glauben, solange wir kriegen diese Unterstützung, die für uns für Überleben wahnsinnig wichtig ist, solange bleiben wir dran. Und es gibt kein Ende in dem Sinne, weil auch in den Gesprächen mit Soldaten auf der Frontlinie, wie gesagt, die sind erschöpft, aber der Wille ist enorm. Letzte Frage, Wladimir Klitschko. In Deutschland, die Debatte um die Taurus-Waffen geht weiter, jetzt schon seit Wochen. Weiterhin keine Entscheidung. Wie sehen Sie das? Ich verstehe nicht diese Zögern. Irgendwie, man kann das erklären, ja, es gibt die bürokratische Seite, es gibt natürlich Alliierte, es gibt Zustimmung und so weiter und so fort. Aber es muss auch in unseren modernen Zeiten, die Entscheidung sollte schneller fallen. Ohne diese langen Diskussionen, die dann, wie gesagt, das Leben kosten. Nicht nur das Leben, sondern wir verlieren auch Zeit. Und wenn wir Zeit verlieren, graben sich die Russen wieder mehr ein. Und es wird ganz schwer für uns dann voranzukommen. Das sieht man auch in dieser Counteroffensive, wie langsam das alles geht. Weil Russen haben die Zeit gehabt, sich einzugraben. Und damit natürlich schützen die ihre Position. Herzlichen Dank, Wladimir Klitschko. Ex-Boxweltmeister, Bruder von Vitali Klitschko und ein klarer Appell von Wladimir Klitschko in Richtung Bundeskanzler Olaf Scholz, eine schnelle Entscheidung bei den Taurus-Raketen herbeizuführen und damit zurück nach Berlin. Den Appell haben wir vernommen. Paul, vielen Dank für das Interview. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.